Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute an Tag 24 der Arduino Basics Reihe und heute befassen wir uns mal mit dem Thema I2C. I2C steht für Inter-Integrated Circuit und das ist ein serieller Datenbus, der 1982 von Philips Semiconductors entwickelt wurde. Ja, der ist so alt wie ich. Hauptsächlich wird dieser Bus für die Kommunikation zwischen geräteinternen Bauteilen verwendet. Heute findet man auch oft die Bezeichnung Two-Wire Interface, abgekürzt TWI. Technisch sind TWI und I2C eigentlich identisch. Der Begriff Two-Wire Interface wurde damals von Atmel eingeführt aus lizenzrechtlichen Gründen. Das hat sich, glaube ich, seit 2006 aber erledigt eigentlich, weil da die Lizenz abgelaufen ist. Also es ist eigentlich nur noch das Logo lizenzrechtlich geschützt. Ja, aber so viel nur zum Hintergrund von I2C. Was genau kann ich mir denn jetzt unter I2C vorstellen? Wir kennen schon die serielle Schnittstelle, da kann ich Daten empfangen, da kann ich Daten senden. Das haben wir uns auch schon in den vorangegangenen Videos angeguckt. Für alle, die diese Videos noch nicht gesehen haben, schaut mal oben in die Infobox. Da habe ich eine Playlist mit der Arduino Basics Reihe und allen darin veröffentlichten Videos verlinkt. Da könnt ihr euch die Themen nochmal in Ruhe ansehen. Ja, aber bei der seriellen Kommunikation, da war es so, ich habe einfach Daten auf die serielle Schnittstelle rausgeschickt oder ich habe sie empfangen. Da war mir egal, wer nimmt an. Da war mir egal, von wem kommen die Daten. Ich verarbeite einfach. Der I2C-Bus geht da ein bisschen weiter. Und zwar hat jedes Gerät am I2C-Bus eine eindeutige Adresse. Und es gibt einen Master und der Rest sind Slave-Geräte. Das heißt, der Master koordiniert die ganze Kommunikation auf diesem Bus. Und der kann dann entscheiden und sagen, hallo Gerät XY, ich möchte jetzt bei dir lesen. Oder er kann sagen, hallo Gerät XY, ich möchte jetzt bei dir Daten schreiben. Diese Adressen für die Anfrage bestehen immer aus 8 Bit. 7 Bit davon sind die Adresse und das 8. Bit ist die Angabe, ob es sich um einen Lesezugriff oder einen Schreibzugriff handelt. Eine 1 im 8. Bit heißt, der Master möchte jetzt beim entsprechenden Slave lesen. Und eine 0 im 8. Bit bedeutet, der Master möchte jetzt schreiben. Da 7 Bit zur Verfügung stehen für die Adresse, sind somit 128 Geräte möglich. Wir nutzen jetzt in diesem Beispiel nur 2 Geräte, aber damit ihr zumindest schon mal wisst, es ist möglich, mit diesem Verfahren mit bis zu 128 Geräten zu kommunizieren. Ja, aber was genau machen wir jetzt heute? Ich habe mir überlegt, wir nehmen einfach mal 2 Arduino Nanos und lassen die über die I2C-Schnittstelle miteinander kommunizieren. Ich weiß, der zweite Nano fehlt in dem Adventskalender, also alle, die jetzt den Adventskalender haben und damit das Projekt umsetzen wollen, ich hoffe, ihr habt noch irgendeinen Arduino zu Hause, ansonsten tut mir das leid, dann ist dieses Projekt leider für euch nicht umsetzbar. Ob es ein Uno oder ein Mega ist, den ihr noch verwendet, das ist erstmal völlig egal. Wir lassen 2 Arduinos miteinander kommunizieren über I2C. Der Master hat einen Button und einen Poti angeschlossen, der Slave hat eine LED. Und wir lassen über den Buttondruck am Master die LED am Slave ein- und ausschalten und der Poti regelt dann die Helligkeit. Ja, das ist so ganz kurz formuliert das Ziel für heute. Ja, und für alle, die jetzt leider heute dann das Projekt nicht nachbauen können, ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, habt Verständnis dafür, dass ich an Tag 24 noch was Besonderes liefern wollte. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und schauen uns mal den Schaltplan an. Eine Sache aber noch vor dem Schaltplan, und zwar das Türchen von Tag 24. Unser Adventskalender, Tag 24. Und an Tag 24 gibt es einen Download-Link für Musik. Ich schätze, es sind irgendwelche Weihnachtslieder. Ich habe es mir in der Anleitung ehrlich gesagt hinterher gar nicht mehr genau angeguckt, was jetzt an Tag 24 damit geplant ist. Wen das interessiert, schaut bei YouTuber Lars vorbei. Bei dem ist ja auf jeden Fall der neue Adventskalender von 2019 im Programm gerade drin. Das heißt, bei ihm könnt ihr euch auf dem Kanal ansehen, was es mit diesem Download-Link für Tag 24 auf sich hat. Ich weiß nicht, was an Tag 24 im Kalender von 2018 drin war. Das könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal bei Team Pixelray euch ansehen. Ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt einfach weiter mit der I2C-Schnittstelle und kommen jetzt erstmal zum Schaltplan. Ja, hier seht ihr jetzt den Schaltplan zu Tag 24. Auf der rechten Seite seht ihr den Aufbau des Master-Arduinos und die linke Seite ist unser Slave-Arduino.
Der Master, wie eben schon gesagt, hat einmal den Button und einen Poti angeschlossen. Der Button ist am D3 und der Poti am A0 angeschlossen. Der Poti, wie wir das schon kennen, auf der Eingangsseite mit 5 Volt und Ground verbunden, der Ausgang wie gesagt am A0. Und der Button verwendet einen Internal Pull-Up-Widerstand, ist somit am Eingang nur am Ground angeschlossen und der Ausgang am D3. Der Slave hat wie gesagt nur eine LED angeschlossen, ebenfalls am D3. Zu beachten hier wieder der Vorwiderstand von 470 Ohm. Wie immer der kurze Hinweis, ich verwende LEDs mit integriertem Vorwiderstand, das heißt bei mir auf dem Steckbrett seht ihr diesen Widerstand nicht, weil er bei mir in der LED enthalten ist. Denkt bitte dran, ihr benötigt in der Regel, wenn ihr nicht gerade die LEDs aus dem Kalender verwendet, eben einen solchen Widerstand, ansonsten riskiert ihr euren Arduino. Ja, und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum eigentlichen Thema der I2C-Schnittstelle. Für alle, denen jetzt ein Thema hier noch unklar erscheint, wie zum Beispiel ein Taster betrieben wird am Digitaleingang, wie ein Poti an einem Analogeingang funktioniert oder eben wie eine LED geschaltet wird, die können nochmal oben in die Infobox klicken. Da habe ich wie immer die Playlist der Arduino Basics-Reihe verlinkt. Zu jedem dieser Themen gibt es ein ausführliches Video, wo ihr euch die einzelnen Themen auch nochmal in Ruhe angucken könnt. Wir machen jetzt hier weiter und widmen uns jetzt dem Thema I2C. Die I2C-Schnittstelle befindet sich bei dem Arduino Nano am Analog-Pin 4 und 5. Bei der I2C-Schnittstelle ist es auch nicht so wie bei der seriellen, dass jetzt hier die Drähte gekreuzt werden müssen, sondern bei der I2C-Schnittstelle wird wirklich der A4 des Arduino Masters mit dem A4 des Arduino Slaves verbunden. Das gleiche macht man auch mit dem A5, allerdings muss in der Mitte ein Pull-Up-Widerstand eingebaut werden. Deshalb habe ich jetzt hier die beiden Leitungen in die Mitte auf das Steckbrett gelegt, habe da dann einen Widerstand auf 5 Volt gesetzt und gehe von da aus dann weiter an den zweiten Arduino. Ja, und das ist an Verdrahtung eigentlich auch schon alles, was notwendig ist. Eben nur diese zwei Kabel, die die Pins A4 und A5 der beiden Arduinos miteinander verbinden. In der Mitte die Pull-Up-Widerstände. Ich habe hier 10K-Widerstände verwendet, das funktionierte auch ganz gut. Das Einzige, wo ihr auf jeden Fall noch drauf achten müsst, was ich noch erwähnen muss, ist die Ground-Anschlüsse der beiden Arduinos. Die müsst ihr auf jeden Fall miteinander verbinden. Das habe ich im Schaltplan über die untere Ground-Schiene getan. Beide Arduinos sind mit ihrem Ground auf diese Ground-Schiene gelegt. Dadurch sind die Grounds der beiden Arduinos miteinander durchverbunden. Das ist auf jeden Fall notwendig, damit die I2C-Kommunikation funktioniert. Ja, und ich würde sagen, das war's auch schon zum technischen Aufbau und wir kommen jetzt zum Sketch des ersten Arduinos, und zwar des Masters mit dem Taster und dem Poti. Ja, hier seht ihr jetzt das erste Sketch zu Tag 24 und zwar von dem Arduino Master, also von dem Arduino, an dem der Button und der Poti hängen. Ihr seht hier Tag 24, I2C, serieller Datenbus. Heute lassen wir zwei Arduinos über I2C miteinander kommunizieren. Am Master Arduino sind ein Poti und ein Taster angeschlossen, am Slave eine LED. Mit dem Taster wollen wir die LED am Slave ein- und ausschalten, mit dem Poti soll die Helligkeit geregelt werden. Dazu sendet der Master entsprechende Informationen über I2C an den Slave. Der Slave reagiert auf die empfangenen Daten und schaltet die LED entsprechend. Ich habe hier nochmal die verwendete Library verlinkt, denn wir machen das heute nicht alles von Hand, sondern wir haben hier die Library Wire, die uns unterstützt, die Kommunikation über I2C umzusetzen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Als erstes binden wir die Wire Library erstmal mit Include wieder ein. Dann haben wir hier unsere Pin-Definition, der Button an D3, der Poti hängt am A0. So, und dann habe ich eben ja schon gesagt, die Geräte haben alle eine ID, der Master nicht, aber der Master muss ja wissen, mit wem er reden möchte und das ist hier diese Client-ID und zwar möchten wir jetzt mal mit dem Client mit der ID 8 sprechen. Dann kommen wir auch schon in die Setup-Methode. In der Setup-Methode wird als erstes die serielle Kommunikation gestartet, die ist aber jetzt nur für den seriellen Monitor, hat noch nichts mit I2C zu tun. Das ist also noch die serielle Kommunikation, die wir schon aus den vorangegangenen Videos kennen. Dann setzen wir den Button-Pin auf Input-Pull-Up, den Poti-Pin auf normalen Input-Modus. So, und jetzt geht's los mit I2C, und zwar Wire.begin.
Das sorgt dafür, dass die serielle Kommunikation über I2C gestartet wird. Wenn wir hier bei wire.begin keinen Parameter angeben, dann handelt es sich hierbei um einen Master. Wenn es sich um den Slave handelt, müssen wir hier angeben, mit welcher ID der Slave laufen soll. Da kommen wir aber gleich im zweiten Sketch nochmal zu. Ja, somit sind wir auch schon in der Loop-Methode. So, und in der Loop-Methode wird als erstes mal ein vierstelliges Char-Array erzeugt. Dieses Char-Array brauchen wir hier unten, kommen wir also gleich zu. Erstmal prüft er hier, ist der Button gedrückt? Denn da wir mit dem internen Pull-Up-Widerstand arbeiten, heißt Low für uns, der Taster wurde gedrückt. Dann geben wir dafür auf dem seriellen Monitor Button Pressed aus, dass wir auch wissen, er hat das Tastendrücken erkannt. Dann starten wir die Übertragung über I2C an die Client-ID, also an Client Nummer 8, wie wir oben festgelegt haben. Und diesem Client schicken wir jetzt eine Raute. Die Raute ist also unser Zeichen dafür beim Client, dass wir den Taster gedrückt haben. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Raute übertragen, möchten wir, dass die LED von ein auf ausgeschaltet wird oder eben von aus auf eingeschaltet wird. Dann beenden wir mit Wire End Transmission die Kommunikation und warten so lange, bis der Taster nicht mehr gedrückt ist. Das heißt, wir sagen hier While Digital Read Button Pin gleich Low, also so lange, wie das Signal hier auf Digital Read Button Pin noch auf Low ist, so lange warten wir hier und erst wenn ich den Taster loslasse, mache ich weiter. Das hat einfach den Grund, wenn ich den Taster jetzt länger gedrückt halte, dann kommt er ja sonst durch die Loop-Methode öfter hier an dieser Stelle vorbei und würde bei jedem Durchlauf die Raute übermitteln. Das heißt, die LED würde so oft ein- und ausgeschaltet. Erstmal sehen wir das mit dem menschlichen Auge gar nicht so schnell, wie das dann passieren würde. Und wir haben dann auch gar keine Gewähr, dass die LED bei jedem Tastendruck einmal ein- und beim nächsten Mal ausgeschaltet wird, sondern das ist so ein bisschen Glücksspiel dann in dieser Geschwindigkeit auch, dass die LED wirklich im anderen Status danach ist. Und deshalb warten wir hier, um zu gewährleisten, dass die Raute nur einmal übertragen wird pro Tastendruck. Und dadurch können wir uns auch sicher sein, die LED wird jedes Mal im Status gewechselt. Sprich, wenn sie ein ist, wird sie ausgeschaltet und wenn sie aus ist, wird sie eingeschaltet. Keine Sorge, wir schauen uns das Ganze gleich auch nochmal in Ruhe an. Wir schauen uns noch den Slave an, wir schauen uns das Ganze nochmal live an. Also, wenn ihr jetzt gerade noch nicht so direkt mitkommt, lasst es erstmal auf euch wirken. Die Sachen, die jetzt noch etwas unklar sind, glaube ich, die klären sich spätestens gleich, wenn wir das Ganze mal live am Steckbrett uns ansehen. So, nachdem der Taster überprüft wurde, kommen wir jetzt zu unserem Char-Array. Und zwar, er liest hier mit AnalogRead den Wert des POTIs ein. Hier bekommen wir ja eine Zahl zwischen 0 und 1023. Da wir aber nur eine Zahl zwischen 0 und 255 für die LED brauchen, teilen wir diesen Wert hier durch 4. Dadurch kriegen wir eine Zahl, die maximal 255 betragen kann. So, und diese Zahl wandeln wir jetzt mit SprintF, den Befehl kennen wir ja schon von der Stoppuhr, wandeln wir diese Zahl jetzt um in eine dreistellige Ganzzahl. Wenn wir jetzt also hier nur auf die Zahl 2 kämen, würde diese Zeile dafür sorgen, dass er den Wert als 002 hier in dieser Variable hinterlegt. Warum wir das machen, da kommen wir gleich beim Slave nochmal zu. Das ist auf jeden Fall relevant, damit die LED auch wirklich genau das tut, was sie soll. Warum, zeige ich euch nachher. Die ermittelte Helligkeit geben wir hier nochmal auf dem seriellen Monitor aus und dann übertragen wir diesen Wert jetzt an den Client. Und zwar sagen wir wieder Wire Begin Transmission, genau wie hier oben, wieder an die Client ID 8. Dann Wire Write, diesmal schicken wir aber keinen festen Wert, sondern wir schicken unsere Variable über die I2C-Schnittstelle. Das heißt, die drei Zeichen, die wir hier oben in die Variable C-String reingeschrieben haben. Und dann beenden wir wieder die Kommunikation mit End Transmission. Dann warten wir 100 Millisekunden und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, das war's auch schon mit dem Master. Also bei Buttondruck wird einfach eine Raute übertragen und bei jedem Durchlauf überträgt er den aktuellen POTI-Wert. Dieser POTI-Wert ist immer dreistellig in der Übertragung. Bei Werten kleiner 100 wird dieser Wert immer mit vorangestellten Nullen aufgefüllt. Ja, und das ist es eigentlich schon, was der Master hier tut. Kommen wir also jetzt zum Slave.
Hier seht ihr jetzt das Sketch des Slaves, also das zweite Sketch des Tags 24. Hier oben brauche ich nicht nochmal drauf eingehen. Wir binden auch hier wieder die Wire Library ein, definieren hier jetzt den LED-Pin, das ist dann der D3. Und dann haben wir hier zwei Variablen, einmal State und einmal Brightness. Also State gleich Low, da kann man sich schon ableiten, das ist der Zustand der LED, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Heißt, bei Start ist sie erstmal aus und die Helligkeit steht auf 255, also auf maximaler Helligkeit. Das sind so die Startwerte dieses Programms. Klingt widersprüchlich, aber der Status hat höchste Priorität. Das heißt, wenn hier Low steht, ist die LED aus. Und wenn ich sie einschalte, wird sie eingeschaltet mit der Helligkeit 255. Man hätte das jetzt auch in einer Variable machen können. Man hätte den Status weglassen können und sagen können, wenn ich die LED ausschalte, setzen wir einfach die Helligkeit auf 0. Dann vergisst das Programm aber ja die Helligkeit der LED, die es vorher hatte. So kann ich zum Beispiel sagen, ich setze die Helligkeit der LED auf 50. Dann kann ich sie ausschalten und wenn ich sie wieder einschalte, hat sie immer noch die Helligkeit 50. Deshalb arbeite ich hier mit zwei Variablen. Hier seht ihr, haben wir auch wieder ein Char-Array mit der Länge 3. Und diese Länge 3 ist einfach, weil wir eben auch drei Stellen übertragen bekommen. Und diese Werte werden eben genau in dieses Array reingeschrieben. Das sehen wir aber gleich auch noch. Wir machen erstmal hier weiter. Und zwar mit der Client-ID. Hier seht ihr, haben wir auch wieder die Client-ID 8. Das muss auch so sein, denn in dem Fall sagt jetzt die Client-ID aus, dass es sich hierbei um den Client Nummer 8 handelt. Beim Master haben wir ja auch gesagt Client-ID 8, das war aber damit der Master weiß, an wen er sendet. In diesem Fall heißt Client-ID, das Programm weiß dann, ich bin der Client Nummer 8. So, und das sagen wir hier, nachdem wir die serielle Kommunikation gestartet haben, Wire Begin 8. Und dadurch weiß jetzt der Arduino, hierbei handelt es sich um einen Slave mit der ID 8. So, und der Slave hat jetzt eben noch eine Besonderheit, und zwar sagt der hier jetzt noch Wire on Receive Receive Event. Das kommt uns vielleicht so ein bisschen bekannt vor für alle, die das Thema Interrupts gesehen haben. Da war es ja ähnlich von der Arbeitsweise, und zwar wurde da auch in der Setup-Methode gesagt, wenn an dem und dem Pin das und das Ereignis passiert, dann ruft Methode XY auf. Und genau das tun wir hier auch. Wir sagen hier, wenn für den Client Nummer 8 hier eine Nachricht eingeht, dann rufe die Methode ReceiveEvent auf. Heißt, ich muss hier nicht mehr groß prüfen, sondern ich sage ihm einfach nur, wenn Nachrichten für die Nummer XY eingehen, dann ruft die Methode auf. Ja, und damit kommen wir jetzt zur Loop-Methode. Die Loop-Methode macht eigentlich nichts anderes als zu prüfen, ist die Variable State High, dann schalte ich die LED ein und ansonsten schalte ich die LED aus. Da es sich um einen PWM-Pin handelt, arbeiten wir mit Analog Write, also sagen wir auch nicht Write High oder Low, sondern wir sagen Analog Write und geben ihm den Helligkeitswert mit. Hier haben wir nochmal einen neuen Befehl, ATOY, also ASCII to Integer. Und dieser wandelt einfach unser Char-Array um in eine Ganzzahl. Denn unser PWM-Pin braucht ja einen Wert zwischen 0 und 255, um unser PWM-Signal hier auf diesen Pin zu legen, worüber wir dann die Helligkeit steuern können. Da wir hier aber ein Char-Array von der I2C-Schnittstelle geliefert bekommen, beziehungsweise diesen Wert ja auch in einem Char-Array ablegen, wandeln wir ihn hier mit diesem Befehl um in eine Ganzzahl und können so unsere LED damit steuern. Dann geben wir hier noch Helligkeit und Status auf dem seriellen Monitor aus und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also ihr seht, das Verhalten in der Loop-Methode, das ist wirklich wie bei den Interrupts. Hier prüfe ich gar nicht, sondern hier nehme ich nur meine Variablen und schalte dementsprechend meine LED und das Thema der Loop-Methode ist damit auch schon erledigt. Also bleibt jetzt nur noch unsere Methode ReceiveEvent, die aufgerufen wird bei eingehender I2C-Nachricht und dazu kommen wir jetzt. Die Methode ReceiveEvent prüft als erstes, nachdem sie eine Variable CharCount initialisiert hat mit 0, ob überhaupt etwas auf der I2C-Schnittstelle anliegt. Und solange hier etwas anliegt an der Schnittstelle, holt sie sich das erste Zeichen davon und prüft, handelt es sich um eine Raute. Wenn es sich um eine Raute handelt, dann wird der Status gewechselt. Ist der Status also auf Low, wechselt er auf High, ist er auf High, wechselt er auf Low. Bei allen anderen Zeichen wird dieses Zeichen auf dem seriellen Monitor ausgegeben und an die entsprechende Stelle in unserem Helligkeitsarray geschrieben. Anschließend setzt er unseren Char-Counter um einen rauf und fängt wieder von vorne an.
So, und das betrachten wir uns jetzt noch einmal mit einem konkreten Beispiel. Gehen wir mal davon aus, wir erhalten von dem Master eine 50 gesendet. Das heißt, die Methode receiveEvent wird aufgerufen, er guckt, ist wire available? Ja, ist es. Also hole ich mir das erste Zeichen. Bei einer 50 bekomme ich 050 gesendet, also ist mein erstes Zeichen eine 0. Die 0 steht also jetzt in RxChar. Es wird geprüft, ist RxChar eine Raute? Nein, ist es nicht, denn es ist ja eine 0. Also kommen wir in den Else-Zweig, wir geben die 0 auf dem seriellen Monitor aus und schreiben jetzt diese 0 in Helligkeit an Position 0. Zählen Charcount einen hoch und kommen wieder nach hier oben. WireRead schreibt jetzt die 5 in das RxChar, er prüft wieder, ist es eine Raute? Nein, ist es nicht. Gibt die 5 auf dem seriellen Monitor aus und schreibt jetzt diese 5 an Brightness Stelle 1. Also eben war es Brightness 0, jetzt Brightness 1. Das heißt, in Brightness steht jetzt 0, 5. Dann zählt er hier wieder einen hoch, steht jetzt also auf 2 und wir kommen wieder hier oben hin, denn Wire ist immer noch available. Er macht WireRead, kriegt die letzte 0, prüft wieder, nein, ist keine Raute, also auf dem seriellen Monitor ausgeben. Schreibt jetzt diese 0 an Brightness Stelle 2. Das heißt, in Brightness steht jetzt 0, 5, 0. Setzt den Zähler wieder einen hoch, kommt wieder bei der While-Schleife hier oben an. Wire Available ist jetzt aber eben nicht mehr der Fall, also springt er raus. So, und währenddessen läuft hier die ganze Zeit die Loop-Methode. Die hat jetzt hier die ganze Zeit einen beliebigen Helligkeitswert gehabt, völlig egal welchen. Jetzt ist dieser auf jeden Fall geändert auf 050 und dadurch passt sich die LED-Helligkeit jetzt auch an. Jetzt kommen wir hier noch eben kurz zu der Besonderheit, warum wir diese Zahlen immer auf dreistellige Zahlen anpassen müssen. Stellen wir uns einmal vor, wir haben als letztes die Zahl 220 übermittelt bekommen. Dann steht hier in Brightness 220. Jetzt wird aber die Methode receiveEvent mit unseren 50 aufgerufen. Und jetzt gehen wir mal weiter davon aus, es wäre keine führende 0 darin. Dann würde er die Methode receiveEvent aufrufen, würde sagen, gib mir mal das erste Zeichen. Und dann würde er das erste Zeichen in Brightness an die erste Stelle schreiben. Das heißt, hier würde jetzt nicht mehr 220 drinne stehen, sondern hier steht jetzt 520. Denn er weiß nichts von der führenden 0, er weiß auch nicht, wie lang ist das Ganze. Also wäre hier jetzt 520, dann wäre schon völlig egal, was die nächsten Zeichen sind. Er ist über 255, heißt die LED geht auf volle Helligkeit. Somit könnten wir die LED niemals runterdimmen, zumindest nicht unter 100. Und das ist eben der Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, der einfachste Weg, dieses Problem zu lösen, ist einfach immer dafür zu sorgen, dass dreistellige Zahlen übermittelt werden, egal wie groß die Zahl ist. Bei allen anderen Vorgehen wäre hier eine viel größere Abfragelogik notwendig. Und daher fand ich das jetzt einfach den simpelsten Weg, um dieses Problem zu lösen. Ja, soviel zu den beiden Sketches des heutigen Tages. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal auf dem Steckbrett an. So, hier seht ihr jetzt den Aufbau auf dem Steckbrett. Ich würde sagen, wir schließen mal als erstes den Master an den PC an. So, dann schauen wir mal eben, COM Port 5 und wir übertragen den Master auf den Arduino. So, das Hochladen ist abgeschlossen. Schließen wir jetzt noch den Slave an. Wechseln hier mal eben in das andere Sketch und übertragen jetzt nicht an COM 5, sondern an COM 4 das Sketch des Slaves. So, und jetzt wechsle ich nochmal auf den Master, schalte hier also nochmal auf COM 5 und öffne mal den seriellen Monitor. Und hier seht ihr jetzt, die Helligkeit ist 114. So, und wenn ich jetzt hier am Poti drehe, seht ihr auch, können wir damit den Helligkeitswert beeinflussen. Und dieser Helligkeitswert sollte hier über I2C jetzt an unseren Slave geschickt werden. Das können wir auch mal überprüfen. Und zwar wechseln wir jetzt den COM-Port mal auf COM-Port 4 und schauen auch hier jetzt als erstes mal auf den seriellen Monitor. So, der flitzt jetzt hier in rasender Geschwindigkeit, aber wir können hier sehen, 138, Status der LED ist aus. Und auch hier, wenn wir jetzt drehen, sehen wir, wie in Echtzeit die Daten übertragen werden.
So, ich wechsle jetzt hier auch mal auf das Sketch des Slaves. Also sehen wir jetzt hier, kommen 4. Hier gibt er uns die Helligkeit und den Status aus und demnach wird auch die Methode Receive Event aufgerufen, denn der Helligkeitswert hat sich ja hier in der Ausgabe, wenn wir Ampoti drehen, auch verändert. So, und jetzt fehlt noch eins, und zwar der Taster. Wenn wir jetzt den Taster drücken, sehen wir hier, hat der Status sich hier oben auf 1 geändert, die LED geht an, ich drücke nochmal auf den Taster, die LED geht aus. Jetzt kann ich auch die Helligkeit runterschrauben. Wenn ich den Taster drücke, wird sie nur gedimmt eingeschaltet. Also ihr seht, das funktioniert alles wirklich reibungslos und alles nur über dieses grüne und dieses orange Kabel. Ja, wie gesagt, an diese beiden Pins hier könntet ihr theoretisch jetzt noch einen dritten Arduino hängen oder auch einen vierten. Und der Master wäre dann in der Lage, genauso auf dem gleichen Weg auch mit weiteren Arduinos zu kommunizieren, denen die gleichen Werte oder auch andere Werte zu schicken. Aber er ist eben in der Lage zu sagen, mit welchem der Arduinos er reden möchte. Diese Möglichkeit besteht bei der Kommunikation über die normale serielle Schnittstelle des Arduinos, also Pin 0 und 1, nicht. Ja, das war's dann auch mit Tag 24 und der I2C-Schnittstelle. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, stellt mir eure Fragen wie immer gerne in den Kommentaren. Ich helfe euch, wo ich kann, natürlich weiter. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch riesig freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ja, für dieses Jahr war's das dann auch erstmal mit der Arduino Basics-Reihe. Im neuen Jahr geht's dann an dieser Stelle weiter. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Den einen oder anderen Vorschlag habe ich ja auch schon gesehen und auch schon notiert. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein paar schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und ich würde sagen, da sehen wir uns dann wieder. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage bis zum nächsten Video. Ciao!